Ja, man merkt's. Ich bin ein brodelnder Vulkan. Und zwar aufgrund der Vorfreude. Wir werden jetzt hier Olafs Club Nummer 4 aufzeichnen mit hervorragenden Akteuren. Also, es sind zum Beispiel da, ich nenne jetzt nicht alle, aber zum Beispiel Sebastian 23, Jakob Schwertfeger, Fabian, nebst natürlich Marie Dio, Marc Weide und, wer darf nicht fehlen, Thorsten Sträter. Also, ich glaube, ich bin soweit und los geht's. Herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Abend. Hier im Saal, im Club, herzlich willkommen. Natürlich auch daheim. Olafs Club Nummer 4 und ich habe das Schwierigste schon geschafft. Ich habe alle Namen auswendig aufgesagt. Und wir haben ja heute wirklich ein buntes Programm. Also wir haben einen Zauberer, eine Musikerin nebst ihres eigenen Fabians und drei wirklich wortgewaltige junge Männer. Und der Sprache mächtig zu sein, das ist ja nichts, worauf man sich jetzt irgendwie ausruhen kann. Ja, das ist ja, die Sprache ist ja im Wandel begriffen. Ja, es gibt ja immer wieder neue Begriffe oder manche werden überwunden. Wie eben zum Beispiel Flüchtling zum Beispiel. Ja, der Begriff Flüchtling ist überwunden. Es ist jetzt ein Geflüchteter, aber zum Beispiel der Lehrling ist ja jetzt nicht automatisch ein Gelehrter. Also man muss da immer dranbleiben. Das sind oft ganz schmale Grate. Ja, also ich orientiere mich da immer an den neuesten Strömungen. Zum Beispiel bei den Begriffen Moslems und Muslime. Ich habe immer gedacht, ja, die sind identisch, kann man beide verwenden. Aber wenn man sich erkundigt, da in gewissen Foren, dann merkt man, der eine Begriff ist historisch belastet und es ist automatisch charmanter oder netter, wenn man nicht von Moslems spricht, sondern von Muslimen. Kann man sich ganz leicht merken, es sind keine Moslems, sondern Muslime. Man muss sich aber auch merken, bei den Christen heißt es nach wie vor Christen und nicht Christine. Ja? Wichtiges Detail. Plastischer ist es beim Terminus Bulle. Das hat ja jeder schon mal irgendwie gedacht oder verwendet oder gesagt, ah, hier, ein Bulle. Das ist im Prinzip auch okay. Jedoch, wenn ich sage, der Bulle, dann grenze ich ja automatisch die weibliche Polizistin aus. Ja? Die weibliche Polizistin, die Bache. Ja? Also wenn ich mich politisch korrekt artikulieren wollte, dann müsste ich sagen, das Bullenschwein und die Bachensau. Ja? So wäre es höflich. Und das ist also ein permanenter Entwicklungsprozess. Manchmal muss man aber auch sagen, dass sich die Sprache natürlich eigentlich auch schon wieder zurückentwickelt oder anders weiterentwickelt durch die Technologisierung. Ja, also durch diese ganzen Emojis, durch diese Smileys. Und da gibt es jetzt auch schon die Memojis, also so ein Emoji aus dem eigenen Gesicht. Ja, das ist so wie bei den Hieroglyphen früher. Damit kann man ja auch ganz kompakte Geschichten erzählen. Ja, also zum Beispiel hier so ein Emoji, also angenommen, ich sag mal Buch, Peitsche und Kackhaufen, das bedeutet, Scheiße, ich muss zur Schule. Ja? Oder eben angenommen so ein Mimoji vom eigenen Gesicht, ne? Dann dazu eine Hand, ein Herz und eine Uhr, das bedeutet, ich muss sofort onanieren. Ja? Und der Olaf ist ein Frechdachs. Ja, aber was man eben machen kann, wenn man seine Sprache voll krass gut beherrschen tut, dann geht es wirklich ab wie dermaßen Banane, wenn man es krachen lässt. Und das zeigt uns nicht irgendein Sebastian, sondern der Sebastian schlechthin. Wir begrüßen Sebastian 23. Einen wunderschönen guten Abend. Geht's euch gut? Das ist etwa 10% des Publikums, die auf direkte Ansprache reagieren. Das ist ein guter Schnitt. Ich freue mich, hier zu sein. Ich bin einen weiten Weg hierher gekommen. Ich bin mit dem 9-Euro-Ticket angereist. Direkt aus Sylt. Es war eine gute Fahrt. Nee, ich mache das gerne. Ja, mit dem 9-Euro-Ticket unterwegs sein. Weil Reisen im Regionalexpress im Sommer 22. Ja, das ist was für Leute, die in so eine Dose Ölsardinen reingucken und sich denken, jo, das sieht doch gemütlich aus. Wobei, das klingt so negativ. Streichen Sie das. Sagen wir lieber, Reisen im Regionalexpress im Sommer 22, das ist was für Leute, die beim Kuscheln denken, schön,
das hätte ich gerne mit 800 Fremden in einer Metallröhre, die mit 200 km/h durch die Provinz ballert. Einfach magisch. Richtig schön. Ach, ich sag ja, man kommt sich einfach näher in so einem Regionalexpress, ne? Und oft auch längerfristig. Ich habe neulich eine Woche nach meiner letzten Zugfahrt einen Ornithologen aus Bad Salzuflen aus meiner Achselhöhle gekämmt. Der hatte sich da so festgeschwitzt. Einfach. War schön. Aber ich meine, es ist gut, dass das 9-Euro-Ticket da ist, oder? Ist es gut? Ja. Ja, da, zwei Leute freuen sich. Das sind schon 18 Euro. Na, weil vorher war das wirklich wahnsinnig teuer. Niemand konnte sich das leisten. Ne? Vorher war Zugfahren unglaublich. Wirklich, eine Fahrt von Düsseldorf nach Köln mit dem Regionalexpress hat mehr gekostet als 9 Euro. 12,80 Euro gekostet. Womit? Warte, wir sind eine MDR-Aufzeichnung. Ich übersetze das ins Ostdeutsche. Eine Fahrt von Leipzig nach Düsseldorf hat mehr gekostet. Wirklich 12,80 Euro für 40 Kilometer. Das ist doch Wahnsinn. Dafür kriegst du fast eine Eigentumswohnung in München. Es ist wirklich krass. Das konnte sich niemand leisten. Nicht mal die Verteidigungsministerin. Christina Lambrecht. Die ist im April diesen Jahres mit ihrem erwachsenen Sohn in einem Bundeswehrhubschrauber in den Urlaub geflogen. Nach Sylt. Von Berlin aus. Aber es ist nachvollziehbar, da gab es das 9-Euro-Ticket noch nicht. Wie will man anders da hinkommen? Das leuchtet ein. Aber jetzt ist es da und ich freue mich sehr. Ich meine, als das 9-Euro-Ticket neu war, war lange die meistgestellte Frage im Internet, wie viel kostet das 9-Euro-Ticket? Ich habe das auch lange nicht gewusst. 8 Euro, 10 Euro, keine Ahnung. Aber zum Glück hat sich dann die Bild-Zeitung eingeschaltet und die haben festgestellt, es ist vollkommen egal, wie viel das 9-Euro-Ticket kostet, solange das der Pöbel nicht benutzt, um nach Sylt zu fahren. Weil die Insel ist nicht für alle. Die ist nur für Leute mit richtig viel Geld, für Multimillionäre und MinisterInnen. Ja, die können dahin. Ja, aber sonst nicht. Abschaum ist, wer nicht mindestens 3 Privatflugzeuge hat. Zwinker, Zwonker, Friedrich Merz. Ich meine, man könnte ja auch denken, dass das 9-Euro-Ticket wirklich für Mobilität steht und dass man damit Zugang zu gesellschaftlicher Teilhabe hat für Leute, die nicht so viel Geld haben. Die können dann auch unterwegs sein, ihre Familien besuchen, in die Stadt fahren zum Einkaufen. Aber die Bild-Zeitung hat mich aufgeklärt, das stimmt so nicht. Alle 20 Millionen Leute, die sich bis jetzt das 9-Euro-Ticket geholt haben, sind in diesem Augenblick auf Sylt. Na klar, weil der Anziehungskraft der Reichen und Schönen, der kann sich niemand entziehen. Ich meine, welche Pflegekraft, ja, die sich 60 Stunden die Woche auf der Station den Arsch aufreißt, für einen Stundenlohn von 3-mal Balkonklatschen, träumt nicht davon, im Urlaub einmal live zu sehen, wie der deutsche Bankvorstand beim Flanieren durch die weißen Dünen majestätisch Schweißflecken in sein schönes Polohemd zaubert. Ein magischer Anblick. Welcher Mensch, der aufgrund seines arabischen Nachnamens Schwierigkeiten hat, einen Job zu finden oder eine Wohnung, träumt nicht davon, einmal im Urlaub live zu sehen, wie Christian Lindner seinen SUV heiratet. Und welche Studierende, die sich trotz 2 Nebenjobs bei der Tafel ernähren muss, träumt nicht davon, einmal im Urlaub live zu sehen, wie über unser aller Köpfe in einem Bundeswehr-Hubschrauber die Verteidigungsministerin kreist und mit einem Baseballschläger Möwen aus der Luft ballert. Einfach, weil die Bordgeschütze alle defekt sind. Ist doch ganz, ich muss mich entschuldigen, ich reg mich immer ein bisschen auf. Also dieses ganze Gerede von Billigtouristen, das macht mich so ein bisschen sauer. Na, wenn ich das höre, dass da ist nicht genug Platz für alle, in Deutschland ist nicht genug Platz für alle Menschen, die hierher kommen wollen, dann denke ich immer, ja, aber es ist doch anscheinend auch genug Platz, um immer neue Golfplätze zu bauen. Ist schon ein bisschen weird, oder? Ich meine, wenn die Leute, die auf Sylt sind, aufregt, dass Wolle und Ratti, die beiden Bahnhofspunks von Wattenscheid, jetzt da sind und ihn in den Vorgarten kotzen, dann würde ich mich doch bei der Bild-Zeitung beschweren. Weil wenn dieses Hetzblatt Sylt nicht als Vorwand genommen hätte, um gegen das 9-Euro-Ticket zu wettern, dann wäre da jetzt niemand. Glaube ich fest dran. Und ich meine, es ist auch ein Riesenaufruhr, auch im Internet. Ich habe heute Morgen auf Twitter gelesen, dass jemand geschrieben hat, dass das 9-Euro-Ticket problematisch sei, weil das ja auch Leute benutzen, um einfach aus Spaß
irgendwo hinzufahren, wo sie eigentlich gar nicht hin müssten. Ja, wild. Diese Barbaren. Ich glaube, es geht los. Was machen die denn als nächstes? Hören die Musik, die sie eigentlich gar nicht hören müssten? Oder essen Kuchen, den sie eigentlich gar nicht essen müssten? Oder machen Urlaub auf Sylt mit einem Bundeswehrhubschrauber, den sie eigentlich gar nicht machen müssten? Also ich glaube, als Fazit sagen zu können, das 9-Euro-Ticket ist ein komplettes Desaster. Man hätte die ganzen Milliarden wirklich nehmen sollen und zusätzlich in den Tankrabatt stecken. Weil damit ist auch wirklich kaum jemandem geholfen, außer den Chefs der Ölkonzerne. Aber die nerven wenigstens nicht auf Sylt rum. Vielen Dank. Sebastian 23. Ja, das ist ein wichtiges Thema, über das sich ja, glaube ich, jeder Gedanken macht. Und ich glaube, ich habe jetzt sowieso, also für mich zumindest, das ultimative Mittel gefunden, um die Ölkonzerne jetzt völlig fertig zu machen. Ich habe wirklich lange überlegt, wie kann ich meinen Spritverbrauch senken? Und dann hatte ich die Idee, und ich habe jetzt meinen Spritverbrauch halbiert. Ich mache so, ich fahre nur noch hin. Ne? Und dann sehen wir weiter. Ja, also dort ist quasi das Neue hier. Jetzt betritt in wenigen Momenten, wenn ich hier den Platz räume, betritt ein Phänomen die Bühne. Düni. Nein, aber Applaus hier für Mike. Die vielen tollen Helfer, die ehrenamtlichen Helfer des MDR, also ja, für mich wäre es ehrenamtlich. Nein. Das klären wir dann. So, lange Rede, kurzer Fallus. Also ein außergewöhnlicher Künstler, denn er ist nicht nur Künstler, sondern er beschäftigt sich auch mit Kunst, in seiner Kunst. Also er macht Kunst über die Kunst anderer. Für mich wäre das gefährlich, also für mich wäre das zu künstlich. Aber er hat es, wie soll ich sagen, wirklich im Griff. Ich freue mich, dass er hier ist. Bitte freuen Sie sich einfach auch. Jakob Schwertfeger. Na, ihr Knuffis? Ja, ich freue mich tierisch, heute hier zu sein. Ich komme aus Frankfurt, ist durchaus eine überfordernde Stadt. Kleines Beispiel, wir hatten früher in Frankfurt in den U-Bahnen so kleine Tische. Und dann saß ich meiner Frau gegenüber, die U-Bahn war komplett voll, Feierabendverkehr. Und diese Frau legt sich einfach eiskalt in der U-Bahn eine Line, geht runter, zieht die so weg, ist direkt vor mir. Und ich war komplett überfordert, weil was sagst du da? Und meinte zu ihr, wohl bekomm's. Was sagst du da? Nee, gut Zug. Ja, vielleicht kurz zu mir. Mein Name ist Jakob Schwertfeger. Ich habe Kunstgeschichte studiert. Ja, danke. Das ist immer so ein bisschen, als würde ich sagen, hi, ich bin von den Zeugen Jehovas. Und ich bin deswegen sehr viel im Museum. Ich war letztens in Essen im Museum und da waren zwei Jungs, 16, 17, die waren mit der Schule da und hatten offensichtlich gar keinen Bock auf Kunst. Und dann meinte der eine so zum anderen, Dicker, lass mal Künstler werden. Da können wir ja nur Scheiße machen. Und irgend so ein Trottel muss es interpretieren. Ja, der Trottel bin ich. So, und ich kann die beiden Jungs aber gut verstehen. Ich habe mich lange nicht für Kunst interessiert. Ich war auch ziemlich schlecht in Kunst in der Schule. Kleines Beispiel. Ich habe mal für meine Mutter ein Selbstporträt gemalt. So, da wurde sie 50. Und ich dachte, okay, ich muss richtig abliefern. So, die wird 50. Die ist nicht mehr lange da. Oh. Herrlich, da wusste ich, dass ich die Hälfte hier verliere. Auf jeden Fall habe ich mir tierisch Mühe gegeben. Ich habe Tag und Nacht an diesem Selbstporträt gearbeitet, war unfassbar stolz. Bin fertig, schenkt meiner Mutter dieses Selbstporträt und sie guckt es an und sagt, oh Mensch, wie schön, das Sams. So viel zu meinen künstlerischen Fähigkeiten. So, ich habe deswegen Kunstgeschichte studiert und nicht Kunst. Ich habe auch lange im Museum gearbeitet. Und ich liebe Kunst über alles. Ich muss aber ehrlich sein, ich finde nicht jedes Kunstwerk großartig. Ja, ich war zum Beispiel vor 3 Jahren das erste Mal in Paris, auch das erste Mal im Louvre. Also für mich war die Mona Lisa wie Sex am Strand. Habe ich mir geiler vorgestellt. Okay, so ein paar wissen, was ich meine.
Ja, die war voll klein und voll weit weg. So, und man spricht ja bei der Mona Lisa auch immer von diesem unergründlichen Lächeln. Das finde ich gar nicht. Ich finde, die sieht original so aus, als stünde sie in so einem Pool, guckt dich ganz entspannt an und lässt einfach laufen. Dieses Bild kriegt ihr nicht mehr aus dem Kopf. Aber die Mona Lisa ist das bekannteste Kunstwerk der Welt. Ja, und ich kann aber verstehen, dass wenn Leute denken, okay, naja, sowas ist Kunst, dass sie dann denken, oh nee, komm, ist langweilig, habe ich keinen Bock drauf. Verstehe ich. Ich finde viele von diesen unglaublich bekannten Meisterwerken total langweilig. Ja, Picasso. Immer dieses Verschiebe-Puzzle mit Gesichtern. Mega langweilig. Das einzig Interessante ist Picasso. Das ist ein malendes Schwein in Südafrika. Das gibt's wirklich, die Bilder sind der Shit. Ja, oder auch Munk, Edvard Munk, der Schrei, dieses hängt ja liebend gern bei Ärzten im Wartezimmer. Also mich beruhigt das jetzt nicht. Ja, aber ich finde, man fragt sich, warum ist gerade die Mona Lisa das bekannteste Kunstwerk der Welt? Die war nämlich lange nicht sonderlich berühmt, bis sie 1911 geklaut wurde. Und der Raub der Mona Lisa war spektakulär. So, der Dieb kam in den Louvre rein mit einer Shotgun, bam, direkt zwei Wachleute erschossen, dann den Stromkreis der Alarmanlage gekappt, die Mona Lisa aus der Wand gemeißelt, mit der unterm Arm sich aus dem Fenster abgeseilt, ab in die Katakomben von Paris, weg. Es klingt, als hätte ich es mir ausgedacht. Habe ich auch. In Wirklichkeit war das einfach ein Handwerker. So, der hat die Mona Lisa an einem Montag von der Wand genommen und ist damit raus. So, das war's. Kein Alarm, nichts. So ein anderer Handwerker hat ihm sogar noch die Tür aufgehalten. So, und 3 Jahre später ist die Mona Lisa dann wieder aufgetaucht in Italien und wurde mit dem Zug zurück nach Frankreich gebracht. Und die Leute standen ernsthaft an den Bahnsteigen und haben der Mona Lisa zugejubelt. Nem Bild. In einer Kiste. In einem Zug. Das ist der fucking Matroschka. So, und in meiner Zeit am Museum, ich wurde immer wieder gefragt, so Jakob, wurde mal an dem Museum, wo du warst, gab es da auch mal einen Kunstraub? Nein. Aber ich habe mal das Gegenteil erlebt, dass ein Kunstwerk unerlaubt dazu kam. Wir hatten bei uns im Museum so einen Stromkasten, ne? Normaler Stromkasten. Da hat jemand diese Schilder, die immer neben Bildern sind, so daneben geklebt. Gleiches Design wie das Museum. Ne? So mit Künstler, Titel, Jahreszahl, Erklärtext, sogar ins Englische übersetzt. Und das einfach 2 Wochen lang nicht aufgefallen. So, die Leute standen 2 Wochen lang vor diesem Stromkasten und haben sich richtig Gedanken gemacht. So viel dazu. Also im Museum passieren auch lustige Sachen. Wenn ihr mal richtig Spaß haben wollt im Museum, guckt in das Besucherinnen- und Besucherbuch. An der Kasse ist es immer. Ich habe mal die Leute schreiben das absurdeste Zeug da rein. Ich habe einen Eintrag auswendig gelernt. Da hat mal jemand reingeschrieben, also mit so viel Aggression, dass es 5 Seiten durchgedrückt war. Und dann so, hallo? Alles groß geschrieben, 5 Ausrufezeichen. Die Schilder in Ihrem Museum sind sehr niedrig angebracht. Wahrscheinlich wegen Rollstuhlfahrern. Wir als Nichtbehinderte haben nun Rückenschmerzen. Vielen Dank. Wo ich mir sehr sicher bin, dass die vor dem Stromkasten standen. Und es gibt aber eine Sache an meinem Kunstgeschichtsstudium, von der ich bis heute profitiere. Und zwar, man lernt da diesen Kunstsprech und kann einfach jeden Gegenstand, egal was, super schlau klingen lassen. Zum Beispiel hier. Dieser Mikrofonständer. Was für eine spannungsreiche Skulptur. Voll linearer Simplizität. Ne, dazu diese anthropomorphe Eleganz, die den Nutzen nahezu negiert. Und aus der Trias der Basis schießt die Stange geradezu phallisch empor und wird oben galant gekreuzt. Klare Anspielung auf den Tod Jesu. Vielen, vielen Dank. Schönen Abend noch. Danke. Jakob Schwertfeger. Wunderbar. Du bist ja wirklich Experte. Ich komme ja aus einer Kunststadt. Mhm. Also Dresden, oder sagen wir mal so, Dresden war ja Kunststadt, bis sie das Zeug abtransportiert haben. Du als Historiker, also du hast ja auch von der Mona Lisa eben gerade gesprochen, deshalb, was meinst du, wo würde der ganze, ja, wo würde das am ehesten wieder auftauchen? Also die Dresdner Kunstschätze, die ja irgendwie weg sind. Hast du da eine Vermutung? Im Pergamon-Museum vielleicht. Ja? Ja, vielleicht sollte man dort mal nachschauen. Mhm.
Aha, da gebe ich das mal weiter an die Gremien. Und ich finde das ja für dich oder für uns alle sehr interessant, dass man ja eigentlich, man kann über Kunst reflektieren, man kann palavern, aber im Endeffekt geht es ja doch immer um Geld. Ja? Also was ist die Kunst wert? Wie viel kostet sie? Und wir hier machen ja auch Kunst, ja, Bühnenkunst. Und wir müssen rübergehen, wir wird schon der nächste Künstler aufgebaut. Wir gehen so runter, das merkt keiner. So ganz natürlich. Hey, woo! Kunst, Geld, was, also für dich, jetzt so dein Auftritt, wie würdest du den bemessen finanziell? Was war der Wert? Also. Ja, vielleicht so das Doppelte der Gage vom MDR. Weißt du, was ich am liebsten machen würde? Eine Auktion fände ich geil. Ah, sehr gut. Das wäre gut. Ja. Mit wem? Mit Fachleuten? Du wärst Auktionator, das finde ich perfekt. Okay. Wollen wir dein das jetzt versteigern? Oh, das ist richtig unangenehm. Ja? Okay. Da muss ich ja so sagen, mein erstes Gebot, 100.000 Euro für seine Ausführung. Wer bietet weniger? Nein, womit würdest du anfangen? Sag ich mal, ist ja eigentlich egal. Aber es ist ja jetzt sowieso, also wenn es im MDR ist, dann ist es eh verloren. Ja, also es ist dann, die stellen das ins Netz und dann ist es automatisch nichts mehr wert. Ja? Aber wie siehst du das so, Kunst, ich glaube, gerade die Gemälde sind ja wieder im Kommen. Wegen des geringen Stromverbrauchs. Ja? Also, ich könnte mir vorstellen, das wird der Renner der nächsten Saison. Das Problem ist, Museen brauchen ja auch voll viel Strom, weil die ja so mega angestrahlt werden. Von außen? Ja. Ja, das so habe ich es noch gar nicht gesehen. Das stimmt. Die vertragen kein Tageslicht. Interessiert euch gar nicht, aber ich finde es mega interessant. Also, wir könnten stundenlang reden. Ja? Also, wer interessiert sich für das Publikum? Also, ja. Also. Das ist, also du meinst, es geht doch wieder mehr in Richtung Gemälde oder was ist das nächste, was ist der nächste heiße Scheiß? Sind das eher Plastiken, Skulpturen? Was ist so der Abräumer? Nee, ich muss ja auch investieren. Ich glaube, 19. Jahrhundert Gemälde werden wieder richtig hochkommen, vor allem Künstlerinnen, weil plötzlich alle erkennen, oh, im 19. Jahrhundert haben nicht nur Männer gemalt. Also wenn ihr investieren wollt, mein Tipp, Künstlerinnen, 19. Jahrhundert, das ist gut. Aha, leben die noch oder? Das wäre krass, dann wären sie halt mega teuer. Ja. Aber gerade, es wird ja immer teurer, wenn in der Kunst Künstlerin oder Künstler stirbt, ist das Oeuvre abgeschlossen und dann geht der Preis höher. Also ja. Es ist gut, wenn die tot sind. Das ist wie bei den Rockmusikern, die haben ja auch alle mit 27 abgeamselt. Genau. Ja? Und dann hat man automatisch so einen Nimbus, von dem man nichts mehr hat. Aber die Verwandten freuen sich, der Cousin oder so. Ne? Da sagt der Mirko, geil, hier, wie hieß er, der Neffe von Jimi Hendrix, der Jens Hendrix, ne, der... war da sehr froh. Also das war sehr erhellend. Wir reden dann hinter der Bühne noch weiter. Vielen Dank. Jakob Schwertfeger. Ja, wirklich mal ein Fachmann. Das ist ja nicht so oft, dass man so eine Kapazität hier auf der Bühne hat. Ja, also wir hatten quasi Kunst, haben wir erledigt. Was hatten wir? Sprache haben wir auch abgearbeitet. Jetzt bleibt quasi nur noch Bratwurst und Musik. Und dafür sorgt quasi unsere nächste Künstlerin. Sie hat eigens dafür ein One-Man-Orchester mitgebracht, bestehend aus ihrem eigenen Fabian. Freuen wir uns auf Marie, Dio und Fabian. Vielen Dank. Es ist sehr schön, hier zu sein. Wie Olaf schon gesagt hat, ich bin Marie und das ist Fabi. Fabi ist mein One-Man-Orchester. Das hat vorher noch niemand gesagt, aber jetzt muss ich es natürlich auch sagen, weil es dann im Fernsehen so gesagt wurde. Und dann ist es auch so. Wir kommen aus Hannover heute. Ihr habt euch vielleicht schon gefragt, wie man ein One-Man-Orchester findet. Und jetzt kommt es sicherlich überraschend, dass man es in Hannover findet. Aber wir haben beide in Hannover Klavier studiert. Und das merkt man jetzt gar nicht mehr, weil Fabi immer nur Gitarre spielt und ich halt dieses sehr kleine Klavier. Ich dachte, ich erzähle euch kurz vorher was über uns, weil wir danach ein Lied spielen und nach dem Lied weggehen. Und dann habt ihr quasi keine Chance mehr, was zu erfahren über uns. Ich komme eigentlich aus einem ganz kleinen Dorf in Nordrhein-Westfalen und das heißt Raden. Und da gibt es eine Touristenattraktion, die ich euch nicht vorenthalten will. Darum erzähle ich euch das jetzt, weil das immer alle umhaut. Wir haben nämlich da den großen Stein. Der ist ein Stein und er ist sehr groß. Ja.
Also er ist jetzt auch nicht so krass, dass man jetzt ganz doll klatschen müsste. Also wenn ihr euch vorstellt, ein kleinerer Stein und dann der einfach in sehr groß, so ist der große Stein. Aber da sagen dann Leute von weit her, krass, wir müssen nach Raden fahren mit dem 9-Euro-Ticket oder irgendwie anders. Darum wollte ich euch das sagen. Jetzt ist aber schlecht, denn jetzt ist ja Olafs Club. Und wir sind extra hergekommen, um ein Lied zu spielen. Wir spielen ein sehr saisonales Lied. Es heißt Heizkörper. Und es spielt im Dezember und da ist das jetzt natürlich viel verlangt, dass ihr euch hineinversetzen sollt in den Dezember, denn es ist ja sehr warm. Aber in dem Lied ist es auch sehr warm, obwohl es im Dezember spielt. Ihr werdet sehen, wie das hinkommt. Das Lied handelt von jemandem, der sehr gut aussehend ist, also sehr heiß. Da könnt ihr euch alle eine Person eurer Wahl vorstellen, während wir das Lied spielen. Bist du bereit? Ja, ja. Okay, musst du nicht stimmen wie so ein Orchester? Nein, ich gehe auf volles Risiko. Okay, ja. Viel Vergnügen. Draußen sind 15 Grad. Minus, ich brauche dich. Bitte komm doch vorbei, Darling, und rette mich. Mir ist so kalt, der Atem kondensiert. Bitte komm bald, bevor mir auch das Herz gefriert. Schatzi, bei dir wird mir immer ganz warm. Bei dieser Kälte schlägt die Sehnsucht Alarm. Du siehst so heiß aus, du hast einen Heizkörper. Im Sommer nervt mich das sehr, aber jetzt ist ja Dezember, da liebe ich deinen Heizkörper. Bitte komm wieder her, ich brauch dich nicht von April bis Oktober. Oder wenn doch, dann nur in Ausnahmen. Färben sich draußen die Blätter Zinnober, fange ich an, dich zu vermissen. Zinnober ist ein total hochgestochenes Wort für rot. Aber es reimt sich halt auf Oktober und rot nicht. Haben wir ausprobiert. Hat nicht geklappt. Du kommst gerade vom Friseur, oder? Sieht super aus. Du hast jetzt so kleine Löckchen. Ist das eine Mikrowelle, die du da trägst? Mir ist so kalt, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Kannst du bitte bleiben und mich wieder aufwärmen? Du bist wie Tee und Heizdecke zusammen. Wenn ich dich sehe, wird mir von innen und außen warm. Du siehst so heiß aus, du hast einen Heizkörper. Im Sommer nervt mich das sehr, aber jetzt ist ja Dezember, da liebe ich deinen Heizkörper. Bitte komm wieder her, ich brauch dich nicht von April bis Oktober. Oder wenn doch, dann nur in Ausnahmen. Färben sich draußen die Blätter Zinnober, fange ich an, dich zu vermissen. Im Sommer finde ich dich zu heiß, in deiner Nähe schwitzig, aber im Winter bei Schnee und Eis sag ich hallo, schön dich zu sehen. Im Winter hast du leichtes Spiel, oh Baby, dann schießt Amor. Aber im Sommer trifft er nicht ins Ziel. Ich lieb den Ventilator. Das war's von uns. Vielen Dank. Marie Diot, nebst des Fabians, beherzmusiziert, wunderbar. Vielen Dank. Ja, der menschliche Heizkörper, ich könnte mir vorstellen, aufgrund der Gasproblematik, dass dieses Lied im Herbst vielleicht sogar ungewollte Brisanz bekommt.
So, jetzt Themenwechsel, denn jetzt tauchen wir ein in die Welt der Magie. Wir hatten eigentlich einen Lichtwechsel vereinbart. Naja, es wird jetzt tatsächlich hier ein Zauberer auf der Bühne erscheinen. Und er ist jetzt nicht irgendein Zauberlehrling. Das ist doch kein Grund zu gehen. Wenn die Gisela losmacht, ne, dann... Wer will sie stoppen? Ja, vielleicht folgt sie schon seinen fernen Befehlen. Ja? Er kann ja Menschen fernsteuern. Er ist eben wirklich nicht irgend so ein Zauberlehrling, sondern er ist wirklich ein Meister seines Fachs. Er ist nicht nur Meister, irgendwie Kreismeister oder so ein schnödes Gedümpel, sondern er ist wirklich Weltmeister. Und zwar sogar amtierender Weltmeister. Ja, kein Quatsch. Das ist allerdings auch jetzt nicht so spektakulär, wie man denkt. Also Zauberweltmeister, ich glaube, er hat seine Mitkonkurrenten einfach verschwinden lassen oder zersägt. In jedem Fall ist es gut, dass er hier ist. Ich freue mich drauf auf Marc Weide. Vielen Dank. Marvin. Na? Habt ihr auch mehr erwartet? Oder? Denke ich mir. Also als Weltmeister denkt man so, jetzt drei brennende Tiger auf die Bühne. Ich weiß, es ist immer recht schwer. Man kommt so raus mit so einer Milchflasche und so einem Tuch in der Hand. Alle fragen sich so, was hat der blonde Typ vor? Ich muss sagen, es ist wirklich schön, hier zu sein. Also ich habe es anfangs immer recht schwer, wenn ich mich vorstelle, wenn ich sage, hi, mein Name ist Marc, ich bin Zauberer, weil das ist die meiste Reaktion, die ich dafür bekomme. Es ist ein Job, den man nicht so häufig hört. Ja? Und es war jahrelang so, dass ich aufgetreten bin und ich habe gesagt, ah, hi, guten Abend, mein Name ist Marc, ich bin Zauberer. Und jahrelang wirklich kam von einer Dame aus den ersten Reihen immer so dieselbe Reaktion. Und es war immer so ein, ach, guck mal, ja, der ist ja süß. Aber seitdem meine Mutter nicht mehr mitfährt. danke, das ist immer nett von euch. Ja? Aber hat das nachgelassen, seitdem, muss ich sagen, ja. Es ist geil, wieder vor Leuten zu stehen. Also ich kann euch sehen, ich kann euch anfassen. Also mache ich jetzt nicht, wäre eine andere Show. Aber ist... Wobei, wenn ich so in die erste Reihe gucke, hi. Ist das schon eine coole Möglichkeit. Ja. Man hat nämlich, also sonst, wenn ich irgendwo rumlaufe und die Leute erfahren, dass ich Zauberer bin, das ist in der Comedy-Show ja, ist es immer sehr exotisch, dann ist so, hey, du bist Zauberer, sag mal, ist das ein Ausbildungsberuf, was du machst? Ja, klar. Muss nur am Leipziger Hauptbahnhof zwischen Gleis 9 und Gleis 10 kräftig gegen die Wand rennen. Ihr habt es nicht verstanden. Der kommt auch nicht mehr, also wegen Harry Potter, egal. Das sind so, danke eine Person. Das ist eine Frage, die gestellt wird. Deswegen, also das ist halt so, auch gern, kann man davon leben? Ja, wisst ihr, ich mache das jetzt seit 10 Jahren beruflich. Ich bin noch recht jung, aber ich habe in Korea die Weltmeisterschaft gewonnen, wurde zum Magier des Jahres gekürt, habe so eine ARD-Sendung moderiert ein Jahr lang. Also ich habe krasse Sachen irgendwie schon gemacht und dann wird man trotzdem nach all den Jahren gefragt, sag mal, zaubern, aber kannst du davon leben? Und ich denke mir so, es gibt Menschen, die auf der Kirmes Gurken verkaufen. Warum fragt da keiner nach? Warum bin ich es? Egal, das sollen ja heute Abend nicht eure Probleme sein, aber... Ist schon so, dass mich das ein bisschen triggert, muss ich zugeben. Also ich, keine Sorge, ich mache auch gleich einen Trick, aber ich bin ja auch eingeladen, um anderes Zeug zu machen. Deswegen. Nein, aber ich muss sagen, es ist schön, wirklich vor euch zu stehen, weil ich hatte in der Pandemie, wir alle Künstler haben ja verrückte Shows gemacht und eine Show werde ich nicht vergessen. Mein Management hat mich angerufen und hat gesagt, Marc, pass auf, tolle Gelegenheit, ist zwar Pandemie, aber nächste Woche, du trittst vor 30 PKWs auf. Ganz genau. Das war auch meine erste Reaktion. Ich habe erstmal das Telefon mit Wählscheibe runterfallen lassen. Egal. Also ich sollte vor Autos auftreten im Autokino. Und ich meine, ihr habt wahrscheinlich alle ein Auto. Ihr wisst genau, wie viele Autos, also wie viele Reaktionen die zurückgeben. So. Ne? Und die Gäste wurden deswegen motiviert, dass sie während der Show mit Hupe Lichthupe und Scheibenwischern reagieren sollen. Damit ich auf der Bühne was spüre, wenn ich einen Trick oder einen Gag mache. Ja, also stell dir vor, ich hab einen Trick gemacht und die Reaktion war so. Das war sehr aufbauend. Ja. Sehr würdevoll auch irgendwie.
Ich war wochenlang danach, war ich traumatisiert. Ich war auf der Autobahn, ich habe eine Lichthupe bekommen, ich verbeugt erstmal. Das macht was mit einem. Ja. Ich kam danach ich war bei Lidl einkaufen, ich kam raus, da war ein Parkplatz mit Autos und ich so, guten Abend, schön, dass ihr da seid. Ne? Wochenlang. Egal, ich bin jetzt im Zaubern hier, deswegen, ich mache einen Trick, überraschenderweise. Falls ihr euch auch fragt, warum läuft der Idiot die ganze Zeit mit so einer Flasche und so einem Tuch rum, es hat folgenden Hintergrund. Es gibt ab und zu Veranstalter, die sehr witzig sind, also glauben die, und die stellen dann immer in die Garderobe so ein paar nette Sachen. So, und weil mein Name Marc Weide ist, hat mir ein Veranstalter in die Garderobe eine Flasche Weidemilch gestellt. Ich fand es genauso witzig wie ihr jetzt gerade. Aber an sich ist es ist eine coole Idee für einen Trick, weil wisst ihr, immer wenn Zauberer irgendwas machen, also egal was, erscheinen, verschwinden, verwandeln, sei es der Tiger im Käfig oder die Freiheitsstatue, was auch immer, alles wird vorher immer abgedeckt. Das heißt, man sieht nie die Sekunde, wo der Trick eigentlich passiert, weil alles immer dann passiert, wenn es abgedeckt ist. Also wie cool wäre das, wenn ihr wirklich aktiv die Sekunde seht, bei dem das Tuch aus der Flasche raus verschwindet. Das wäre geil, oder? Ich merke, der helle Wahnsinn für euch. Ja? Leipzig, haltet eure Begeisterung zurück. Das wäre... Auf drei wird das Tuch verschwinden. Eins. Zwei. Wenn ihr so genau schaut, geht es natürlich nicht. Also, ihr müsst vielleicht immer... Ich lenke euch kurz ab, wenn das okay ist. Super, hat funktioniert. Okay, also auf drei. Eins, zwei, drei. Das ist wirklich exakt die Sekunde, bei dem das Tuch aus der Flasche raus. Verstanden. Vielen Dank. Ich muss es kurz sagen, das ist super schön, weil man merkt, der Saal spaltet sich in zwei Lager. Es gibt zum einen, das war eine tolle Reaktion hier vorne, vielen Dank dafür, dieses... Ja. Also merkt, es gibt die Sorte von Leuten, die sofort so, oh krass, geil, wo ist das Tuch hin? Das ist ja, ne? Und es gibt so die zweite Sparte, das habe ich ehrlich gesagt so hier gespürt. Ist nicht persönlich gemeint. Das war so diese sehr offene Körperhaltung mit diesem, Scheiße, ich hab's nicht gesehen. Das sind so diese zwei Lager. Weil ich kann das auch verstehen, geht das hier mit rechten Dingen zu, ne? Also der Deckel ist recht unspektakulär, ist ein Deckel, aber die Frage ist natürlich bei der Flasche, weil die so riesig ist, ist da vielleicht hier unten ein Spiegel drin, ein doppelter Boden? Weiß ich nicht, was die Leute vermuten, das Wildeste, was ich damit gemacht haben könnte, aber ist es nicht der Fall. Es gibt aber so eine Theorie in der Zauberkunst, also alles, was verschwindet, muss wieder erscheinen. Ist nicht meine Regel, ist einfach so. Deswegen ist das Tuch auch nicht wirklich weg. Das Tuch ist, ihr werdet es kaum glauben, das Tuch ist an meinem Schuh. Ja, an meinem Schuh. Ich hoffe, das haben nicht alle gesehen sofort, weil das ist nämlich die Kunst dabei. Das Tuch ist genau... Nee, war Quatsch. Das Tuch ist schon wieder hier in der Flasche, genau da. Also war eigentlich alles nur... Ja. Leute, vielen Dank. Habt einen schönen Abend. Cheers. Danke schön. Danke, Olaf. Wo bist du? Egal. Marc Weide. Verblüffende Illusionen. Momente der Magie. Und Thorsten, du bist ja jetzt quasi weltberühmt im ganzen Land als Sprachkünstler, als Kabarettist und alles, als Humorfacharbeiter. Aber, so habe ich Informationen, dass auch du einst gezaubert hast. Boah, das stimmt halt nicht, ne? Ach so. Aber nein, doch, das stimmt. Also Ich hab im Zauberladen mal gearbeitet. Okay. Ich kann so ein paar kleinere Tricks sagen. Marc Weide, der ist ja Weltmeister. Ja, verstehste? Natürlich. Der kommt nach Leipzig und der ist ja Weltmeister. Darunter hätten wir ihn gar nicht eingeladen. Ne? Verstehst du? Ja. Und das ist der Grund, warum ich heute auch meine Röhnrad-Nummer komplett weglasse. Weil es würde... Ich glaube, dass Marc Weide bereits alles platt gemacht hat. Und ich bin ja eh nur hier, weil das wirklich mein letztes Guilty Pleasure ist. Dass man sich denkt, komm, 40 Grad, es zieht sich zu... Olafs Club, fensterloser Raum. Ein und dasselbe Publikum über 6 Stunden. Wenn ich dran bin gegen 0.30 Uhr, sind die reif. Und das ist einfach das, was ich ganz besonders mag hier dran. Das muss man wirklich sagen. Thorsten ist quasi unser treuster Künstler. Er ist bei 4-mal Olafs Clubsen schon zum 3. Mal dabei. Ja, danke schön. Ja. Wobei, man muss aber sagen, fensterloser Raum stimmt nicht. Die Fenster sind einfach nur so dreckig, dass kein Licht reinkommt. Ach so, ja, also okay. Das wusste ich nicht. Ja. Auf jeden Fall ist das immer schön, weil vor einem, sag ich mal,
Von einem Publikum, das noch selbstständig atmen kann, kann ja jeder Kobold auftreten. Das hier, das ist die wirkliche Herausforderung. Das ist sozusagen Nahkampf. Ja, ein Publikum, das, das so gut abgehangen ist durch Sauerstoffmangel und wenig Getränke, dass man da wirklich, man kann jetzt fast alles machen. Noch 10 Minuten und es geht alles. Hauptsache, Sie können nach Hause. Und da freue ich mich besonders drauf. Ja, du musst sozusagen nicht nur auftreten und die Leute unterhalten, du musst sie quasi zeitgleich auch mit beatmen. Ja, also das ist tatsächlich, ist das in so einem Grenzbereich des Komödiantentums. Das wird ganz, ganz häufig als Belästigung ausgelegt. Aber ich freue mich trotzdem drauf. Ja, man darf auch sagen, du hältst mit 3 Gastauftritten den Rekord. Du hast jetzt gleichgezogen mit Johann König. Der ist dieses Jahr nicht da. Ich bin so glücklich. Also mir fehlt Johann schon. Immer und immer, wenn mir Johann fehlt, denke ich mir eine Badewanne voller Nacktschnecken und dann geht's wieder. Dann kannst du nicht machen. Wir wünschen ihm von hier aus alles Gute. Ja, gute Besserung, Johann. Schade, dass du nicht da bist. Na, wird schon wieder. Was hat er denn eigentlich? Ach nein, ich hatte ihn ja ausgeladen. So rum was. Ja, also einigermaßen lustig. Genau, dafür kannst du länger machen, würde ich sagen. Also, du machst jetzt die letzte halbe Stunde, oder? Ja, es ist ja ein Hexenkessel, ich gehe jetzt raus. Es brodelt. Traust du dich rein? Ich hatte ja bis hierhin eine gute Anreise. Sommer? Er ist bis jetzt mit allen fertig geworden. Ich denke, auch heute hier in Olafs Club wird er die Meute bändigen. Freuen wir uns auf Thorsten Sträter. Dankeschön, Dankeschön. Ich habe nichts zum Lesen dabei, aber der Tisch ist von elementarer Wichtigkeit. Es freut mich sehr, Sie hier zu sehen. Ich habe natürlich lange überlegt, ich weiß ja, um welche Uhrzeit ich auftrete. Womit kann ich Ihnen maximal auf die Fackel gehen? Noch zum Schluss hin. Das ist ja auch wichtig, dass Sie Feierabend haben wollen. Und ich habe lange überlegt, ich wollte auch das 9-Euro-Ticket machen, aber ich habe mir jetzt ein ICE gekauft, von daher wäre das mega unpassend. Dann habe ich... Das ist überhaupt nicht wahr. Ich habe tatsächlich, habe ich schon ein bisschen geguckt. Also ich habe einen Mustang, der verbraucht sehr viel Benzin. Und da habe ich mir gedacht, dann spare ich das und habe eine Gasanlage eingebaut. Das ist ein völlig anderes Problem, an dem ich gerade arbeite. Das erzähle ich Ihnen aber auch nicht. Eigentlich hatte ich was vorbereitet über SUVs, weil das widerwärtige Autos sind. Diese Gigantomanie des typischen kleinen deutschen Mannes, weißt du? Mit so einem Braunkohlebagger und Allrad da durch Gütersloh fahren. Da habe ich eine Hammernummer zu, aber ich habe halt auch einen Q5. Und deswegen lasse ich die auch komplett weg, habe ich mir überlegt. Und dann haben Sie Interessen, dass ich, kann ich Ihnen irgendwie entgegenkommen? Gendern, was halten Sie vom Gendern? Nur, dass ich es mal... Was ist denn? Was ist passiert? Stört Sie das sehr, das mit dem Gendern? Ist das schon eine Sache, wo Sie sagen, das greift in den persönlichen Wirkungsbereich ein? Ja? Ja? Was stört Sie am meisten, wenn ich fragen darf? Wirklich jetzt, interessiert mich, weil... Bitte? Das Innen. Ja, mich stört hier der Innenbereich am meisten heute tatsächlich. Aber das ist ein Witz, der sehr tief hing auch, ehrlich gesagt. Finden Sie es so schlimm? Fühlen Sie sich dadurch so? Weil es ja nur Sprache ist. Das ist ja genau das. Es ist ja letztendlich, ich gender jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Aber nicht aus Bösartigkeit nicht, sondern weil ich jetzt nicht wüsste, wo. Weißt du, ich leite weder das Grünflächenamt in Hückeswagen, noch bin ich der CEO von Spotify. Ich weiß nicht, an welcher Stelle ich sie jetzt angendern sollte, aber es ist, wie gesagt, nur Sprache. Verstehen Sie? Das ist alle Leute so, gendern! Haben wir keine anderen Probleme? Doch, die Menüführung von Sky Go beispielsweise, weil du... Und da geht keiner dran. Da traut sich einfach keiner dran. Das ist ein derartig heißes Eisen. Ich suche da seit Wochen diesen Boxerfilm mit Will Smith, weil ich noch mal sehen will, wie er zulangt. Aber das wird so spät gesendet, dass sie es noch kapieren weiter. Ich habe tatsächlich, ist schön, wenn man Zeit hat. Also beim Gendern ist es ganz klar, tatsächlich, Sie wissen, wofür es ist, oder? Ich wollte nur, dass mal Ruhe reinkommt. Es ist einfach letztendlich dieses Gendern, dieses sehr geehrte BürgerInnen, was keine elegante Lösung ist, aber eine schöne Idee. Das ist eigentlich dafür gedacht, dass alle möglichen Leute keine spätbarocken Anspracheungetüme gestalten müssen. Denn das soll ja alle inkludieren, was eine gute Sache ist. Sie sind ja auch alle inkludiert. Einige von Ihnen sind komplett durchgegart. Und Sie haben zauberhaft das rote Kleid an, ich wollte Sie nur gesagt haben. Ich sehe das schon den ganzen Abend, sieht fantastisch aus. Sie sind alle hemmungslos underdressed, keine Ahnung, was mit Ihnen los ist. Weiter, ich weiß es nicht, kann es Ihnen nicht sagen, das sieht fantastisch aus. Es ist toll.
In 30 Sekunden fliegt die Tür auf und Chris de Burgh kommt rein. In die Zeit würde ich gerne nutzen, um ihm zu sagen, es ist fantastisch, wirklich. Ich versuche, gut Wetter zu machen. Mit dem Gendern wissen Sie, das ist so. Es gibt Frauen. Dann gibt es Männer, hier geboren im Körper eines Mannes, oder so wie ich, Männer geboren im Körper von zwei Männern. Und dann gibt es... It's the truth. Und dann gibt es nicht-binäre Leute. Also Sie wissen schon, Menschen, die machen, wie sie wollen. Die gibt's auch, die erkennen Sie oft gar nicht, aber Sie werden drüber wegkommen. Und das ist tatsächlich... Es wird versucht, diese Menschen alle mitzubegrüßen, verstehen Sie? Also natürlich könnte ich sie jetzt auch alle angendern. Ich kann auch sagen, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, liebe nicht-binäre Peoples. Und damit ist alles drin, die Zeit nehme ich mir einfach. Egal, ob hier Luft drin ist oder nicht. Und dann, das ist eben das. Es gibt keinen Grund, sich darüber aufzuregen, weil die deutsche Sprache so viel kann. Wenn Sie sich über was aufregen wollen, dann ist es die persönliche Ansprache, sehr geehrte Damen und Herren. Finden Sie nicht? Wie viele Herren kennen Sie konkret? Jetzt wirklich Herren, nicht so, der besitzt ein Stück Land, Herren. Wo Sie wirklich sagen, hier der Ronny, wie der morgens auf seinem Lipizzaner zum Pennymarkt reitet, das sind so majestätische Bilder. In seinen oberschenkelhohen, gewienerten Schaftstiefeln, da geht mir das Herz auf. Und nicht nur das, das, weißt du? So ein Herr, der im Aldi mit so einem Ledersäckchen voller Münzen zahlt. Nimm mir dies, das dürfte reichen, so das, so ein Herr. Keinen. Wir sind Typen, wir sind nicht mal Herren. Wir sind Herren von nichts, oft nicht mal von uns selbst. Das ist hoffnungslos veraltet. Wir sind Typen, also wir sind wirklich, ich meine das gar nicht böse, Typen. Ich Typen. Wir zerfallen in drei Gruppen, in drei Drittel. Was ist bei drei Dritteln wahnsinnig häufig so. Wir haben tatsächlich fast immer, kann man sagen. Ja, ich lege mich fest, es sind immer drei Drittel. Es ist tatsächlich, wir haben drei, arbeiten Sie mit. Drei Drittel. Das erste Drittel sind toxische Flachwichser. Jeder kennt einen, der einen kennt. Einige sagen ho, ho, ho und andere bewegen sich gar nicht. Das wird Gründe haben. Toxische und weniger werden das eher nicht. In dieser Zeit ist es ja alles weiter. Obwohl, es wird alles besser, Sie merken es ja auch. Oder? Corona vorbei. Seitdem nicht mehr getestet wird, ist Corona vorbei. Ich freue mich so. Wenn nächste Woche die Zahnärzte zumachen, stirbt auch Karies aus. Ich habe auch keinen Bock mehr zu putzen, das wird sensationell. Jedenfalls gibt es diese eine Gruppe. Toxische Flachwichser. Dann gibt es die eine große Gruppe, das sind wir. Wir sind Typen. So normale Typen. Wir meinen es gut, wir machen wenig kaputt. Typen. Typen, so Leute, die sagen, die Hose ist noch gut. Warum sollte ich mit der Hose? Was soll mit der Hose sein? Klar kann ich damit arbeiten gehen. Die Hose ist gut. Die riecht nicht. Außen, die ist gut. Das. Sie wissen schon, Typen. Typen, die irgendwo reinkommen und sagen, hör mal, ich mach mal so, denn lieber klopfe wie ein Schimpanse 5 Minuten auf die Tischplatte, statt dir 5 Leute nacheinander persönlich zu begrüßen. So weit ist es ja nicht. Und nur dafür brauchte ich diesen Tisch, nur dass ich es mal gesagt habe. Und die dritte Gruppe, ich kann es nicht ändern, Requisitenalarm, die dritte Gruppe sind die mental Naturbelassenen. Also im Prinzip gute Menschen, aber dumm wie ein Eimer Knete. Hier so Leute, auch da kennt jeder einen, der einen kennt. Sie wissen schon, was ich meine. Die sagen, hier, ich kaufe mir eine seitlich aufknöpfbare Jogginghose, dann habe ich die schneller aus. Wo du selber auch sagst, ich finde, man sieht auf den Bildern schon sehr gut, dass die Knopfleiste nur bis hier geht. Alles, was du bekommen wirst, sind wehende Hosenbeine, du Pimmel, aber kauf! Es ist dein Geld, Enrico, niemand. Es ist nichts Schlimmes. Niemand reißt ihn zu Hause aus dem Laminat raus. Es ist einfach nur Sprache. Die deutsche Sprache kann so viel. Da können wunderschöne Sätze wie Goethes, der Menschheit, ganzer Jammer, fasst mich an. Konfliktfrei existieren neben, das ist dem Uwe sein Schraubenzieher. Was oft gar nicht stimmt, das heißt Schraubendreher. Der hat sich den nur geliehen. Aber es sind Details. Ich will Sie nicht überfordern, es ist 3:30. Tatsächlich, alles geht. Wissen Sie, wir müssen nur ein bisschen aufpassen mit der Sprache. Es sind ja oft nur Kleinigkeiten. Es ist ja nur dieses, sagen Sie das N-Wort nicht mehr. Ohne Spaß. Ich weiß, es ist im Osten noch ein bisschen verbreitet und wer bin ich, Ihnen das zu sagen, aber ich höre es auch noch ab und zu, ist nicht schön. Die Menschen, Sie wissen schon, N-Wort, das brauche ich Ihnen nicht zu erklären. Ich sage auch das Z-Wort nicht mehr, das muss ich Ihnen erklären. Mit Z. Herumreisen, nur osteuropäische Leute. Der Z, die Z-Leute. Also, verstehen Sie? Das ist beleidigend. Mir geht es jetzt weniger um die Leute natürlich, als vielmehr um das sehr flache, knusprige Gericht mit der fruchtigen Pustersoße, das ich nirgendwo mehr bestellen kann.
weil ich das Wort nicht mehr sage und was auch richtig ist. Ich krieg's halt nur nicht mehr bestellt. Sie wissen, es steht wirklich 9 mal 4 Meter in meiner Pommesbude. Ich sage es nicht mehr und es ist auch richtig. Ich gehe jedes Mal rein und sage, hey, doch, was darf sein? Ich hätte gerne das Gericht mit Z. Tzatziki. Das wird mit T geschrieben. Tzatziki wird mit T geschrieben, wie du genau weißt, Costa. Und das ist genau, das ist eins der Kernprobleme, das wir haben. Und das ist, nehme ich doch wieder Pommes, Currywurst, Mayo. Und das ist tatsächlich, könnte ich diese Nummer jetzt stundenlang noch aussickern lassen, bis sie nicht mehr können, aber das ist auch schon 5 Minuten her. Von daher, war schön mit Ihnen. Ich mache Urlaub und ich mache jetzt mal so. Dankeschön. Vielen Dank. Thorsten Sträter. Ja, ich räum das mal rüber. Das war Olafs Club Nummer 4. Thorsten Sträter mit Sebastian 23. Natürlich mit Jakob Schwertfeger, Marie Dio, nebst des Fabians und last but not least Marc Weide. Dank an Sie und natürlich auch an die People's at Home. Bis nächste Woche. Ich würde sagen, wir verbeugen uns, oder? Wir verbeugen uns. Ein Schritt, so, und so. Und.